Zivilisten als Amateurkiller im Auftrag der CIA. Durch Folter zum Töten gezwungen. Immer wieder erheben US-Bürger diesen Vorwurf gegen die CIA. This incredible person. Sie haben diesen wunderbaren Menschen derart missbraucht und gefoltert. And so tortured. Psychoterror und Gehirnwäsche gegen Zivilisten. Selbst Europäer sollen aufs Töten programmiert worden sein. Ein US-Bürger. How could my country? Wie konnte mein Land, meine Regierung, meiner Frau das antun? Was da so passiert ist, das ist doch einfach unglaublich. Diese Bürger klagen an. Jahrelang soll sie die CIA zu Gehirnwäsche-Experimenten benutzt haben. Der Name der Geheimoperation: MK Ultra. Übersetzt: totale Bewusstseinskontrolle. Erst Jahrzehnte später wird den Opfern das volle Ausmaß des Missbrauchs bewusst. Ja, ich war ein dressierter Killer. Das Ziel aller Geheimdienste ist, den perfekten Attentäter zu schaffen. Einen, der sich hundertprozentig steuern lässt, den nichts stoppen kann. Um ein Mörder zu werden, muss man programmiert sein, weil uns der menschliche Instinkt das Töten verbietet. Dublin, Irland. Hier lebt der frühere BBC-Korrespondent Gordon Thomas. Er ist Geheimdienstspezialist mit internationalen Kontakten. Seit Jahren forscht und schreibt er über die CIA-Operation MK Ultra. Schreckliche Verbrechen wurden im Namen Amerikas begangen. MK Ultra heißt nichts anderes als Manipulation, den Willen zu brechen, die Denkweise umzukrempeln, die Moral zu verdrehen. Doch davon abgesehen ist das oberste Ziel von MK Ultra, Mörder abzurichten. Die Geschichte von MK Ultra beginnt 1950. Der kommunistische Norden des geteilten Landes überfällt Südkorea, einen US-Verbündeten. Die Propaganda in Nordkorea läuft heiß. Gefangene US-Piloten prangern öffentlich den Biowaffeneinsatz der Air Force an. Die CIA befürchtet, Psychofolter der Kommunisten hat ihre Soldaten umgedreht. Heimkehrer gelten ab sofort als potenzielle Attentäter. 1951 beginnt unter CIA-Chef Alan Dulles die Operation MK Ultra. Das Ziel, eigene Gehirnwäschetechniken zu entwickeln, eine Art Impfstoff für US-Agenten gegen Folter. Mehrere hundert Millionen Dollar pumpt die US-Regierung bis Mitte der 70er Jahre in das Geheimprojekt. Die weltweite Schlacht um das menschliche Gehirn hat begonnen, so Alan Dulles. Fieberhaft wird unter anderem nach Manipulations- und Wahrheitsdrogen gesucht. Ein geheimer Schulungsfilm der US-Militärs aus den 50er Jahren. Er zeigt gesetzwidrige LSD-Experimente an amerikanischen Soldaten. Fort Detrick, das Geheimlabor der US-Army heute. Mindestens bis in die 70er Jahre experimentieren Chemiker illegal mit Substanzen, die das Gedächtnis auslöschen oder den Willen brechen. Rund 80 Privatinstitute machen sich zu Komplizen der CIA. Der Geheimdienst schließt internationale Allianzen. In einem konspirativen Treffen 1951, so dieser Bericht, überredet die CIA den kanadischen und britischen Geheimdienst mitzuziehen. Beispiel: das Londoner Royal Waterloo Hospital. Die Klinik soll umfangreiche Menschenversuche durchführen. Anflug auf die niederländischen Antillen. Hier lebt die 59-jährige Ärztin Anne aus Bristol, England. Anne ist davon überzeugt, Anfang der 70er Jahre
hat sie der britische Geheimdienst MI6 für MK-Ultra-Tests missbraucht. Welcome. Nice to see you. Nice to see you. Long time. Mit 27 Jahren sucht Anne wegen einer vorübergehenden Gemütsverstimmung das Royal Waterloo Hospital auf. Ich wurde eingewiesen. An die ersten Tage kann ich mich kaum erinnern. Dann hat man mir gesagt, ich soll so eine spezielle Schlaftherapie bekommen. Doch die Ärzte sagten mir, weil ich mich ständig dagegen gewehrt habe, sie wollten mich umprogrammieren, mich umdrehen, um meine Depressionen zu heilen. Und so haben sie mich in dieses Zimmer gesteckt. Ich glaube, da gab es 4 oder 5 Betten, vielleicht auch 6. Es war ein kleines Zimmer mit kleinen Betten. Wir waren mit Drogen vollgepumpt. Ich weiß noch, ich habe Barbiturate bekommen, starke Schlaf- und Beruhigungsmittel. So etwas hatte ich noch nie eingenommen. Dann gaben sie mir noch irgendwelche anderen Substanzen. Ich bin mir nicht sicher, aber im Krankenhaus stellt man ja auch keine Fragen. Man vertraut den Leuten doch. Sie konnten mich bald nicht mehr ruhig stellen. Deswegen bekam ich immer mehr und mehr Drogen. Das Licht wurde nie richtig angeschaltet. Wir lagen ständig im Halbdunkel. Wenig später kamen dann die Elektroschocks. Daran erinnere ich mich genau. Ich bin auf einer Liege festgeschnallt, mit einer Infusionsnadel im Arm. Als ich aufwache, bin ich völlig verwirrt und habe rasende Kopfschmerzen. Genau weiß ich nicht mehr, wie viele Elektroschocks ich insgesamt bekommen habe. Aber man hat mir gesagt, es waren 26. Das sind schon einige. Ich sag mal, das reicht völlig aus, um ein Gehirn zu backen. Dr. William Sargent, Annes behandelnder Arzt. Er starb 1986. Noch heute gilt er als einer der renommiertesten Psychiater Englands. Was Anne damals nicht einmal ahnt, Sargent forscht mit seinem Team im Auftrag von MI6 und CIA. Er wird von den Geheimdiensten finanziert. Dies bezeugt Gordon Thomas, der Sargent persönlich kannte. Sargent benutzt für seine illegalen Gehirnwäschetests meist depressive Frauen. Die haben sich für ihre Experimente völlig ahnungslose Patienten ausgesucht. Sie haben sich bestimmt überlegt, an wem lassen sich denn einfacher Menschenversuche durchführen als an depressiven Patienten? Wen kann man denn leichter umkrempeln? Wir waren doch deren Versuchskaninchen. Anne unterrichtet heute Medizin an der Universität Saba. Innere Unruhe und schwere Depressionen haben sie seit Sargents Foltertherapie immer verfolgt. Ohne Partner und Familie zieht sie in einer Odyssee von Job zu Job rund um den halben Globus. Afrika, Kanada, Arabien. Schließlich die Einsamkeit der niederländischen Antillen. Annes eigene medizinische Forschung hilft ihr, die erlittene Folter wenigstens wissenschaftlich aufzuarbeiten. Man bringt die gesamte Gehirnchemie durcheinander. Man macht Menschen verwundbar, sodass sie den Realitätssinn verlieren. Man gibt ihnen das Gefühl der völligen Hilflosigkeit. Du bist in einer Situation, aus der du keinen Ausweg siehst. Ich kann da nur für mich selbst sprechen. Von Anfang an habe ich immer wieder darum gebeten, dass ich entlassen werde. Und immer wieder haben sie nur Nein gesagt. Es war wie ein Albtraum. Du kommst da nicht mehr raus. Hast niemanden, der sich für dich einsetzt oder der dir erzählt, was wirklich los ist. Du hängst vollständig von ihrer Gnade ab. Genau da fängt Gehirnwäsche an. Anfrage an die Pressestellen von CIA und MI6 zum Unrecht von MK-Ultra. Sie bleiben unbeantwortet. Keiner der Hintermänner ist zu einem Interview bereit. Auch Anne scheitert an der Mauer des Schweigens. Bis heute ist ihr der Einblick in ihre Krankenakten verwehrt. Erst vor kurzem stößt Anne im Internet auf Aussagen von MK-Ultra-Opfern.
Nach und nach wird die Vermutung zur Gewissheit. Ich war geschockt. Trotz meiner Erlebnisse war mir nicht klar, dass ich Teil eines Programms war. Richtige Gehirnwäsche. Sie haben die alten Gedanken gelöscht und neue reingepackt. Was das genau war? Keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Man tötet einen Menschen nicht, aber man zerstört seine Persönlichkeit. Alles, was ihn als Mensch ausmacht. Diese Ärzte haben zwar studiert, aber für mich sind das keine Ärzte. Das sind Folterknechte. Das sind Monster. Ein anderes Wort fällt mir für die nicht ein. Das ist Terrorismus. Terrorismus gegen Einzelne. Montreal, Kanada. Parallel zu Anns Leidenszeit in London lässt die CIA am Allen Memorial Hospital weitere Menschenversuche durchführen. Außer Reichweite amerikanischer Gesetzgebung und dem Störfeuer der US-Presse. Die CIA kauft den weltweit renommierten Psychiater Dr. Ewan Cameron für MKUltra ein. Wieder ahnen die Patienten nichts. Camerons Geheimauftrag? Der Psychiater soll einen Weg finden, wie Persönlichkeit zerstört und ein neuer Mensch geschaffen werden kann. So in dem vorliegenden CIA-Papier. Um die Wirkung von Todesangst zu erforschen, legt Cameron seine Patienten tagelang in Wassertanks. Um die Kranken umzuprogrammieren, spielt er ihnen stundenlang Befehle auf endlosen Tonbändern vor. Ziel des Szenarios? Totale Bewusstseinskontrolle. MK-Ultra. Im Laufe der Jahre hinterlässt Cameron eine breite Spur an verräterischen Beweisen. Hier haben wir MK-Ultra-Beweisstücke. Geschichten von Folter- und Behandlungsopfern. Hier sehen Sie alle wichtigen medizinischen Unterlagen von Dr. Cameron. Und hier die Krankenakten. Seine Handschrift ist genau zu erkennen. Da steht, warum er seinen Patienten immer mehr Elektroschocks verordnet. Immer mehr Drogen, immer mehr LSD. Diese Dokumente werden zum ersten Mal in der Öffentlichkeit gezeigt. Hier Originalfotos einer Presseabteilung. Sie suggerieren eine heile Welt. Camerons MK-Ultra-Experimente zerstören Körper und Seele auf Jahre. Die meisten seiner Patienten erholen sich zeitlebens nie mehr von den Kammern des Schreckens in Montreal. Das ist die eidesstattliche Erklärung von Janine Hurt. Mrs. Hurt geht mit Depressionen in Dr. Camerons Klinik. Aber der diagnostiziert, dass sie gar nicht an Depressionen leidet. Er verordnet ihr eine Radikalkur. Nach seiner Meinung ist sie eine optimale Patientin für eine seiner neuen Methoden, die Persönlichkeit zu verändern, wie er sich in seinen Unterlagen ausdrückt. So, was tut er? Er schnallt Janine Hurt auf einen Stuhl, eine Art Zahnarztstuhl. Er befiehlt einem seiner Ärzte, ihr mit einem Luftgewehr ins Auge zu schießen. So wollte er die Wirkung auf das Nervensystem erforschen. Man kann sich vorstellen, was das für eine Wirkung war. Sie wurde blind. MK-Ultra ist nur der Sammelbegriff für 149 bislang aufgedeckte Einzelprojekte. Heute ist klar, nach allgemeinem medizinischen Verständnis sind Camerons Methoden nichts anderes als Folter. 1977, 20 Jahre nach Beginn der kriminellen CIA-Operation, erreicht das dunkle Kapitel des Allen Memorial Hospitals die Öffentlichkeit. Einige von Camerons ehemaligen Patienten erheben Anklage. Das Gerichtsverfahren tritt eine Medienlawine los. Recherche im Zeitungsarchiv der Montreal Gazette. Es war etwas vor meiner Zeit, als die Regierung darin verwickelt war und Mr. Orlikoff gegen sie vor Gericht zog. Und dann kam auch die ganze Geschichte mit der Gehirnwäsche und den Drogen heraus. Orlikoff, kanadischer Parlamentarier, klagt gemeinsam mit seiner Gattin Velma auf Schadensersatz von der US-Regierung.
8 weitere ehemalige Patienten schließen sich an. 1977 wird ein Verfahren eröffnet. Die CIA sitzt als Drahtzieher auf der Anklagebank. Die Opfer suchen Beistand beim Geheimdienstexperten Gordon Thomas. Thomas war in dem in Europa kaum beachteten Prozess als Gutachter bestellt. Ich bin schon lange in dem Geschäft. Aber als ich diese Akten las, ich habe schon einiges in meinem Leben lesen müssen, bedauerlicherweise, da war ich einfach nur noch schockiert. Ich dachte mir, was ist das nur für eine Welt, in der wir leben? Das ist einfach entsetzlich, was dort gemacht wurde. Das Orlikow-Verfahren wird nach 2 Jahren eingestellt. Die CIA weist jede Schuld von sich. Die US-Regierung zahlt außergerichtlich jedem Opfer eine Entschädigung von $50.000. Diese Menschen mussten sehr leiden. Bis heute haben sie Albträume. Sie schildern mir, dass ein Arzt mit einer Kanüle kommt, um sie zu foltern. Das werden sie nie vergessen. Gerechtigkeit? Nein. Sicher, sie haben Geld bekommen, eine Entschädigung, aber keine Gerechtigkeit. Ein großer Unterschied. Opferverbände sprechen von tausenden MK-Ultra-Geschädigten. Viele schweigen aus Scham oder wissen bis heute nicht, was genau ihnen angetan wurde. 1996 ein neuer Anlauf. Betroffene fordern in diesem Videobrief an Ex-Präsident Bill Clinton erneut Aufklärung. Vergeblich. Ich bin Opfer von Versuchen zur Bewusstseinskontrolle, seit ich 1956 ins College kam. Heute muss ich noch einmal diesen Schrecken durchleben, der mir als kleines Kind zugefügt wurde. Es ist an der Zeit, dass diese Menschen gehört werden und die Wahrheit herauskommt. Ortstermin im Allen Memorial Hospital. Eine offizielle Drehgenehmigung liegt vor. Trotzdem, der Mann an der Schranke ist skeptisch. Journalisten sind hier offensichtlich nicht gern gesehen. Der lange Schatten Camerons scheint noch allgegenwärtig, 23 Jahre nach Beendigung des Orlikow-Prozesses. Stippvisite beim heutigen Leiter des Allen Memorial Hospitals, Dr. Paul Beaudry. Fragen zum einstigen Übervater Dr. Cameron wiegelt er ab. Seine Forschungsideen. Sicher gab es einige wissenschaftliche Ansätze, zum Beispiel seine Gehirnwäscheprojekte, die wissenschaftlich nicht haltbar waren. Und ob er da von der CIA beeinflusst war? Die hat damals versucht, Spione zum Reden zu bringen. Ob er damit etwas zu tun hatte, weiß ich nicht. Wirklich. Ich bin dem Ganzen auch nicht nachgegangen. Nach ihrer spektakulären Enttarnung sucht die CIA fieberhaft nach alternativen Einrichtungen im In- und Ausland. Kindergärten, Kliniken, Gefängnisse. Gordon Thomas weiß genau, dass der Prozess in Montreal nur einen kleinen Teil der MK-Ultra-Operation ans Licht gebracht hat. Thomas legt das geheime Mordhandbuch der CIA vor, The Study of Assassination, ein Leitfaden des diskreten Liquidierens von Gegenspielern. Das Assassination Manual ist ein CIA-Papier, das niemand bisher zu Gesicht bekommen hat. Dieses Dokument beschreibt genau, wie man mordet. Nun, um ein Mörder zu werden, muss man programmiert werden, weil uns der menschliche Instinkt das Töten verbietet. Unschuldige, die wir nicht einmal kennen. Die verschiedenen Mordtechniken werden in dem Buch genau beschrieben. Sie haben sogar Leute ausgebildet, das so zu machen. Das muss man wirklich mal begreifen. Die haben versucht, Attentäter zu programmieren, Killer zu dressieren. Das war ihr oberstes Ziel. Sehr beängstigend. Attentat, Mord, Terror. Ausgeführt durch Amateurkiller im Auftrag der CIA. Nur eine Vision der US-Regierung? Nachfrage bei Hank Alberelli, einem ehemaligen Mitarbeiter des Weißen Hauses unter Ex-Präsident Jimmy Carter. Alberelli bestätigt per E-Mail, Ziel von MK-Ultra ist es, Mörder abzurichten. Und
Die MK-Ultra-Operation läuft bis heute. Hinweis auf eine junge Frau, die überzeugt ist, das Killerprogramm der CIA durchlitten zu haben. Wie Anne lebt sie zurückgezogen. Eine kleine Siedlung, viele staubige Autostunden von der Hauptstadt Phoenix entfernt, in der Weite Arizonas. Hier lebt Cheryl. Sie bittet, ihren richtigen Namen zu verschweigen. Ich war ein dressierter Killer. Mit 4 Jahren ging's los, da hat mich mein Vater für das Programm angemeldet. Es gab keine Einverständniserklärung, wie man das heutzutage hat. Sicher, mein Vater kannte nicht das volle Ausmaß des Programms. Aber eigentlich hat er sich darum auch nicht gekümmert. Man hat uns gezeigt, wie wir einen Gegner im Zweikampf mit den bloßen Händen töten können. Wir hatten auch eine Schießausbildung und ich habe sogar eine Medaille im Haus, die beweist, dass ich ein Scharfschütze war, im Alter von etwa 10 Jahren. Mit dem Waffentraining wurde begonnen, als wir 6 Jahre alt waren. Wir lernten erst die einfachen Dinge und dann nach und nach die schweren. Am Ende konnte ich sogar ein Präzisionsgewehr bedienen. Cheryl lebt heute isoliert mit ihren 3 Kindern und ihrem Ehemann auf einer kleinen Farm. Den Kontakt zu ihren Eltern hat sie abgebrochen. Jahrelang leidet sie unter Angstzuständen und unerklärlichen körperlichen Schmerzen. Ich habe meinen Arzt darum gebeten, mich zu röntgen, weil ich plötzlich anfing, mich an all die schrecklichen Verletzungen zu erinnern. Eigentlich habe ich immer gedacht, ich wäre als Kind so ein Tollpatsch gewesen. Das haben sie mir auch immer erzählt. Als ich dann die Röntgenaufnahmen sah, habe ich geglaubt, mir wird der Boden unter den Füßen weggezogen. Mein Gesicht war zerschmettert überall. Mein Schädel war gebrochen, meine Halswirbelsäule. Tatsächlich waren an meiner ganzen Wirbelsäule Brüche zu sehen. Mein Becken war zertrümmert. All diese Sachen. Und als Mutter, ich habe sofort meine Mutter angerufen und sie gefragt, was war da los? Und sie konnte es mir nicht sagen. Sie wusste von nichts. Also als Mutter, man erinnert sich doch an solche einschneidenden Ereignisse. Wenn sich dein Kind in der Tür die Finger klemmt, so richtig schlimm, und du lässt es dann röntgen, damit du siehst, ob etwas gebrochen ist. Also ich könnte jedem genau erzählen, welchen Arzt ich angerufen habe und so weiter. Meine Mutter konnte sich an überhaupt nichts erinnern. Das war eigentlich nur der Anfang. Und dann überrollte mich diese Lawine von Erinnerungen. Die Mutter leugnet noch heute. Ihre Ausrede zu Cheryls Verletzungen: immer wieder sei die Tochter im Supermarkt verloren gegangen und erst Tage später aufgegriffen worden. Jahrelang stellen Cheryls Ärzte keine Nachfragen zu ihren Verletzungen. Viele brechen die Behandlung ab, als das Stichwort MK-Ultra fällt. Cheryl ist täglich auf Dutzende Schmerzmittel angewiesen. Erst 1999 vermerkt ein Arzt in ihrer Krankenakte: das Verletzungsmuster ist typisch für MK-Ultra-Opfer. Fahrt mit Cheryl und ihrem Mann zu ihrem ehemaligen Psychologen. In der Therapie vor 3 Jahren versucht Cheryl, sich von quälenden Erinnerungen und Depressionen zu befreien. Cheryl will endlich die volle Wahrheit wissen und beauftragt einen Polizeibeamten mit der Spurensuche. Als seine Ergebnisse vorliegen, sieht der Psychologe Cheryls angebliche Gemütskrankheit in einem neuen Licht. Sie kam zu mir mit Geschichten von bestimmten Leuten, Namen und Orten. Zu dieser Zeit hatte sie bereits mit Dale Griffiths, einem Ermittler, Kontakt aufgenommen. Teil seines Auftrags war, ihre Schilderungen zu untermauern. Dann kam sie mit einer Skizze zu mir, von einem Ort, den sie am Abend zuvor gezeichnet hatte, an den sie sich aus ihrer Kindheit erinnerte, ein bestimmtes Gelände. Ich habe einige ihrer Zeichnungen genommen und zu Dale geschickt, und er hat dann versucht, diese Plätze zu finden. Und für mich war es ein eindeutiger und starker Beweis, als ich von ihm hörte, er hatte tatsächlich einige von ihnen gefunden. Tagelang zeichnet Cheryl in der Therapie. Skizzen von grausamen Experimenten, in denen versucht wird, Kinder zu programmieren.
Dieses Bild zeigt, wie ich eingewickelt und festgeschnallt auf einem Bett liege. Wieder einmal habe ich einen Helm mit Elektroden auf. Und das nannte man Programmierung und Persönlichkeitsspaltung. Und ein gewisser Dr. Green stand hinter mir und warf mit einem Projektor Dias an die Wand. Er sagte, er brennt sie in mein Gehirn hinein, die Matrix meiner Programmierung. Wie er das machte? Das Dia war am Anfang klein und wurde immer größer, immer größer. Als dann das Bild ganz groß vor meinen Augen war, gab es diesen wahnsinnigen Stromschlag. Zur gleichen Zeit ging über mir ein rotes Licht an. Und er sagte zu mir, jetzt haben wir es dir ins Gehirn eingebrannt. Dieser Dr. Green hatte einen perfekt gestutzten hellen Bart. Ein Militärhaarschnitt, aber ein wenig anders als sonst. Er hatte irgendeinen höheren Militärdienstgrad. Er trug eine richtige Uniform und sprach im strengen Befehlston. Er war ein absoluter Perfektionist. Einen der Täter glaubt Cheryl zu identifizieren. Doch weder bei ihm noch bei vielen anderen Verdächtigen konnte eine Tatbeteiligung geklärt werden. Verbrechen wie die hier dokumentierte Testreihe an 40 Mädchen und Jungen im Alter von 11 Jahren bleiben bis heute ungesühnt. Ein neues Leben beginnt, als Cheryl ihren Ehemann kennenlernt. Der Start war für beide nicht einfach. Ich konnte das alles nicht glauben. Ich frage mich, wie konnte mein Land, meine Regierung, meiner Frau das antun? Von dem, was ich so gehört habe, was da so passiert ist, das ist doch einfach unglaublich. Ich dachte erst an ihren Albträumen, wäre gar nichts dran. Aber dann wurden uns Beweise vorgelegt. Es kamen so viele Bestätigungen durch Cheryls Kontakte, dass es einfach wahr sein musste. Jetzt bin ich an einem Punkt, wo ich einfach nur schockiert bin. Wie kann meine Regierung, die Vereinigten Staaten von Amerika, das jemandem antun? Ich kann das nicht einmal in Worte fassen. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Zurück in Irland. Gordon Thomas weiß, dass es schwierig sein wird, die CIA ihrer Straftaten lückenlos zu überführen. 1973 ordnet der Geheimdienst an, mehr als 90% der MK-Ultra-Akten zu vernichten. MK-Ultra hat für immer unser Vertrauen in die Ärzte und die moderne Medizin zerstört. Es hat uns auch das volle Ausmaß des Bösen gezeigt, das Geheimdienste wie die CIA und der britische Geheimdienst tun. Am Ende bleibt uns nur die Gewissheit, je weiter wir vom letzten MK-Ultra-Programm entfernt sind, desto näher ist das nächste.